Heute wollen wir uns mal dem widmen, was ihr alle kennt, was ihr überall seht und was auf fast jeder Hülle bei einem erfolgreichen Film draufsteht. Der wichtigste Filmpreis der Welt. Genau. Die Golden Globes. Palme d'Or. Nein, natürlich der Oscar. Der Oscar ist praktisch gesehen ein Gütesiegel. Mhm. Steht wo drauf, gewonnen, bester Film, bester Hauptdarsteller. Ist man automatisch beeindruckt. Man ist automatisch... Man entwickelt auch sofort eine Erwartungshaltung. Das ist recht so ein typischer Clickbait-Titel. So theoretisch gesehen, ja. Und nominiert für einen Oscar. Und selbst der Film muss nicht für einen Oscar nominiert sein, wenn irgendwer, der mit dem Film zu tun hatte, für einen Oscar nominiert war. Und jetzt fragen wir uns, ist der Oscar überhaupt gut? Bringt der Oscar denn überhaupt was praktisch gesehen? Bringt eine Preisverleihung was bei einem so subjektiven Ding wie Film? Preisverleihung an sich oder jetzt der Oscar im Expliziten? Ja. Das stimmt schon, weil Preisverleihung an sich nicht unbedingt, sondern der Oscar selbst, weil der Oscar sich verselbstständigt hat. Genau. Weil es kein weltweiter Filmpreis ist, sondern ein amerikanischer Filmpreis. Und vor allem, weil er nicht nach irgendwelchen Normen und Regeln vergeben wird, richtig? Einfach nur nach subjektiven Meinungen von irgendwem. Leuten, die den Film, jetzt kommt der Witz, nicht gesehen haben müssen, um dafür abzustimmen. Weil da sitzen ja einfach so und so viele Leute in so einem Gremium drin und die stimmen ab für Filme. So, und daher kommt ja auch der Begriff Oscar-Bait. Genau. Oder es gibt ja auch so alte weiße Männer. Gut. Das Patriarchat entscheidet über den Oscar. Das ist lustigerweise in dem Fall sogar mal komplett richtig. Weil das sind wirklich Leute, die bestimmte Ansichten vertreten und Meinungen vertreten und bestimmte Arten von Filmen nur nominieren. Ja, und deswegen können das manche Regisseure oder Schauspieler ausnutzen, indem sie Oscar-Bait-Filme machen, weil die ungefähr wissen, ja, darauf stehen die. Meist selbstreferenzierende Hollywood-Filme. Genau, die glorreiche Zeit der 50er und 40er wieder heraufbeschwören. Oder Biopics. Oder Biopics, weil das sind alles Filme, die einen mit so einem warmen Gefühl hinterlassen und einfach schön sind. Aber nicht gut unbedingt. Und dennoch leben sie. Ist ein Film von 1960 mit Sophia Loren, die beste Hauptdarstellerin gewonnen hat. Und mein Gott, hat sie das für die Rolle verdient. Aber das ist zum Beispiel sowas. Wenn man eine grandiose Schauspielleistung sieht in einem Film, sagt man, und der Darsteller hat dafür einen Oscar gewonnen, dann sagt man und man sagt, boah, die hat den Oscar wirklich verdient für die Rolle. Und wenn man nicht der Meinung ist, sagt man, das ist völliger Blödsinn, die haben keine Ahnung. Warum? Was soll das? Genau, das ist so ein bisschen die Frage. Was bringt der Oscar praktisch gesehen? Außerdem, es bringt dem Studio Geld, weil der Film sich dann besser verkaufen wird. Und den Leuten bringt es einen Status. Genau, genau. Der Oscar-Kandidat, der Oscar-Gewinner. Und das ist sogar für viele Schauspieler gar nicht mal gut, wenn sie für einen Oscar nominiert wurden, weil dann ist es, ja, der hat einen Oscar dafür gewonnen. Man denkt sich selbst, ja, ich bin so gut, ich muss jetzt immer diese Leistung bringen. Dann ist der nächste Film scheiße und dann, ja, super. Da ist es dahin. Ja, damals, als er noch gut war, hat er einen Oscar gewonnen. Jetzt macht er nichts Gutes mehr. Ich meine, Kurosawa wurde nie für einen Oscar nominiert. Außer für fremdsprachiger Film, aber den das sieht ja eigentlich keiner anscheinend. Richtig. Außer uns tatsächlich, weil das eher der Oscar ist, der meist verdient ist. Genau, weil das meistens der tatsächlich beste Film des Abends ist. Weil, wie gesagt, dieses Jahr hat der Parasite gewonnen, hoffentlich. Wir wissen hier nicht. Aber, wenn Parasite nicht gewonnen hat, Clownpreis. Wenn Parasite gewonnen hat, oh, der beste Film hat einen Oscar. Aber man hat zum Beispiel auch an seiner Reaktion gemerkt. Wir beide fanden Parasite fantastisch und haben auch gesagt, hoffentlich gewinnt er einen Oscar. Sonst, wo wir selber sagen, der Oscar ist unnötig. Ja, ja, interessant, diese Ambivalenz dazwischen, dass man hofft, okay, irgendwer soll einen Oscar gewinnen, oder man hat auch die Idee, ja, der muss einen Oscar gewinnen dafür, der muss einen Oscar gewinnen dafür. Genau. Und wenn der einen Oscar gewinnt, dann ist das Blödsinn. Genau. Also irgendwie hat man eine Erwartungshaltung, aber lehnt diesen Preis trotzdem gleichzeitig irgendwie ab. Das ist ein bisschen, finde ich, wie Schulnoten, aber es gibt nur 1 und 0. Das stimmt. So, stell dir mal vor, du würdest in der Schule, wird der faulste Junge auf einmal eine 1 kriegen. Dann würdest du sagen, das hat er gar nicht verdient. Er hat nicht die Leistung gebracht. Aber in der Schule hängt das ja von objektiven Kriterien ab. Vielleicht noch vom Einwegen des Lehrers, aber ne? Während so ein Film, so man sagt, der Film hat die beste Kamera. Dann sagst du das nur, ja, der Film hatte aber die beste Kamera. Was hat die Kamera denn so gut gemacht? Weil sie innovativ war
oder weil sie funktioniert hat. Tja. Ist die beste Kamera die, die einfach den ganzen Film filmt? Oder weil, diese anderen Kategorien wie bester Schnitt, bester Tonschnitt. Genau. Und welcher Laie soll denn wissen, oh, das, oh, der Ton, der war so richtig gut jetzt. Genau, weil die guten Filme sowieso auf so einem Niveau sind, dass es wirklich nicht schlecht ist, was Schnitt, genau. Ton angeht oder Effekte auch teilweise. Da denkt man sich so, ja, zum Beispiel bester CGI, bester Computer, bestes... Visuelle Effekte. Genau, aber bestes generierter Effekt. Mhm. Wird ja nicht so honoriert. Es ist ja auch egal, die Leute interessiert, was ist bester Film, wer ist bester Hauptdarsteller. Beste Regie noch. Und beste Regie. Aber beste Regie und bester Film, ist das nicht Quatsch? Du kannst doch nicht beste Regie für den... So, was preist du denn mit bester Regie, wenn nicht den besten Film? Mhm. Oder der beste Film ist eigentlich tatsächlich nicht beste Film... In dem Sinne, sondern der am besten produzierteste Film, so in der Richtung. Ja, aber das ist ja das Gesamtpaket. Ja, es ist blöd. Das ist doch so, für was? Warum blöd? Ja, und genau, warum gewinnen denn die Filme, die beste Oscar gewinnen, nur zwei Oscars? Bester Film und irgendwas anderes. Ja. Wie im letzten Jahr, jedes Mal, es gibt, so wie früher, West Side Story oder sowas, es gibt 14 Oscars oder sowas. Herr der Ringe und sowas. Jetzt hat man halt immer Filme, ja, bester Film, aber jeder andere Preis muss woanders hin. Ne? Aber zum Beispiel, wenn etwas der beste Film ist, aber du sagst, es ist nicht die beste Schauspielleistung. Das ergibt doch keinen Sinn. Mhm. Du kannst doch nicht sagen, weiß ich nicht, Akira Kurosawa, die sieben Samurai, fantastisch, bester Film. Dann sagst du doch auch automatisch, Tishori Mifune, bester Darsteller. Deswegen ist der Titel bester Film irreführend und nicht wirklich relevant. Beste Regie sowieso eigentlich wichtig und bester Hauptdarsteller sowieso eigentlich für die Karrieren der beteiligten Leute. Genau, das ist eigentlich Quatsch. Und Al Pacino hat zu wenig Oscars gewonnen. Naja, wenn man sich manche Filme von mir anschaut, versteht man, warum er nicht so viel Oscars gewonnen hat. Stimmt, Scarface, dieser Amateurfilm. Revolution! Sea of Love! Melodie des Todes! Wir sehen jetzt einfach nur noch Al Pacino. Mr. Collins, zweiter Frühling. wo Al Pacino eine Katze hat. Ich weiß seinen Filmtitel nicht mehr. Miss Bobby oder irgend so ein Kack. Was? Ja, es gibt irgendeinen Film mit einer Katze und Al Pacino. Den habe ich so, mein Gottes Glück oder sowas. Ich war total bescheuert. Aber auf jeden Fall... Danke, Gino. Auf jeden Fall... It's a whole new game. Ich werde mir trotzdem immer noch anschauen, oder die Listen anschauen, wer hat einen Oscar gewonnen. Sicher. Manchmal auch die Filme tatsächlich davon gucken, so ein bisschen. So, die Anfangszeit war wirklich... Ich habe alle Filme, die jemals vom Oscar nominiert wurden oder gewonnen haben, aufgeschrieben und dann abgearbeitet, so in der Richtung. Und... damit bin ich eigentlich, was amerikanisches Kino angeht, auch recht gut situiert. Ich kenne mich aus, aber das Problem ist, alles andere, europäischer Film, asiatischer Film, wird ja ausgeblendet. Ja. Nichts da. Warum sollte denn Parasite nicht auch bester Film gewonnen haben? Genau. Das ist. Warum ist überhaupt ein Film ausländisch? Wie dumm ist das denn? Warum gibt es überhaupt keinen Oscar für alle Filme, die es da so gibt? Haben die Leute keine Zeit dafür? Nein, wenn du so viel Geld verdienst, kannst du gut viele Filme angucken. Deswegen, schreibt uns eure Meinung zu den Oscars. Und ich hoffe, dafür gewinnen wir einen Oscar. Das ist der beste Animationsfilm. Das Film wir sind gar nicht echt, das ist alles computeranimiert. Mit einem Computer in meinem Zimmer. Das ist ein Laptop, ein Acer. Grüße gehen an Acer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.